Wir fangen an. Paket aus Japan. Wir haben hier verschiedene Holzkisten, die ich erstmal auf den Tisch stellen werde. Digga, wie viele sind das? Ich glaube, das sind alle Sachen. Wir haben 6, 7, 10 oder 9. Ich kann nicht zählen. 3, 7, 10. 10 Holzkisten in diesem Paket. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal raus den Spaß. Uiuiui. Chokgüsel. Noch mehr Holz? Nee, noch mehr Holz ist es nicht. Schau mal, was wir hier haben. Sehr, sehr geil. Ist ein Kopf. Geheimnis gelüftet. Das sind Köpfe. Es sind Köpfe. Sagt euch dieses Logo vielleicht was. Ich zeige euch den Herstellernamen einfach mal. Und zwar ist der Herstellername Egg Shisha. Also wie das Ei und die Shisha. Und zwar ist der Bowl-Name Sakazuki. Sakazuki ist das Modell. Und ich habe verschiedene Colorways hier. Und ich würde sagen, lasst uns die einfach mal auspacken. Ich hoffe, dass ich die hier so ein bisschen draufstellen kann. Dann seht ihr die zumindest. Und wir öffnen jetzt einen nach dem anderen. So, zweiter Kopf. Also ich muss sagen, auf Bildern erschienen die mir nicht so hochwertig, wie sie jetzt gerade hier sind. Ist schon echt hochwertig. Auch die Colorways sehen echt schön aus. Anderer Colorway sieht so aus. Der gefällt mir nicht so gut. Ich bin nicht so der Rot-Fan. Also bisher ist das auch mein Favorite. Das, was Ono gerade gesagt hat, der hier. Der ist halt naturell. Also der Colorway ist Natur. Und hier habt ihr ein bisschen Farbe. Den finde ich aber auch nicht schlecht. Den mag ich. Der Blauton ist hier sehr schön. Schaut an. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr schöner Colorway. Den habe ich schon online gesehen. Ja. Das wird auch, glaube ich, mein Favorite sein. Das ist einer in Naturfarbe, aber glasiert. Und gerade diese Glasur auf dieser Tonfarbe, in diesem Weiß, in diesem, wie soll ich das nennen? Off-White. Off-White-mäßig würde ich sagen, ist es. Creme-Weiß, so würde ich es nennen. So, meine Favorites zeige ich euch. Und die beiden. Die beiden sind meine Favorite-Colorways. Von Egg Shisha aus Japan. Depot sieht nicht tief aus. Ich denke 15 bis 18 Gramm werden es sein. Designtechnisch finde ich es sehr, sehr nice gelöst. Relativ classy. Funnelloch wird man sehen. Das hier zum Beispiel sieht wieder ganz gut aus. Jetzt nochmal die Webseite. Und zwar ist es die Bowl Egg Shisha. Also der Kopf Egg Shisha. Oder vom Hersteller Egg Shisha Sakazuki. Und wir haben jetzt hier diesen blauen, der heißt Hanada. Hanada kostet 7700 Yen. Also ich weiß, dass die Handmade sind. Zeige ich euch gleich hier auch nochmal, habt ihr schon gesehen. Dass die Handmade sind, aber 7700 Yen sind in Euro 54 Euro. Stabil. Das ist ein stabiler Preis. Ich kann halt noch nichts zur Performance sagen. Von der Qualität und von dem Gewicht und von der Glasierung sieht es aber sehr, sehr hochwertig aus. Ich würde es vielleicht mit einem Haifen vergleichen, von der Materialstärke und so. Hier steht schon, Kapazität 12 bis 20 Gramm. Gewicht 250 Gramm, das ist schon viel. Durchmesser 7,5 und Höhe 10 cm. Das ist der rote Ake. Das ist Shirasuti. Das ist Kurukuzubu. Das ist der schwarze, beziehungsweise der graue. Und das ist der Kurukiri. Kurukiri. Also Kurukiri, der hier. Und der hier. Das sind meine Favorites. Und ja, das sieht schon mal gut aus. Shirasuti und Kurukiri. Kurukiri. Digga, die japanischen Ausdrücke. Schwierig. Ich zeige euch jetzt nochmal die Webseite an sich, weil ich glaube, dass er das in einem Familienbetrieb macht. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sieht man hier schon so ein bisschen den Herstellungsprozess der Köpfe. Da sieht man auch nochmal andere Colorways. Nagrani wird da benutzt. Ist schon wild, dass das einfach in Japan ist, oder? Guckt euch mal an, wie die Manufaktur aussieht.
Ich glaube, dass er die sogar von einem Meister herstellen lässt. Vielleicht ist sogar einer aus der Familie, ein Familienangehöriger. Ah, das sieht schon ganz, ganz nice aus, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, Shopping heute. Dazu können wir uns heute anschauen, dass die Dinger wieder verfügbar sind. Alpaca Balls. Wir haben nämlich zwei Colorways vom Cyrook und zwei Colorways vom Huacaya. Wir haben den Konfetti als Cyrook. By the way, Fun Fact Story, Konfetti Colorway war tatsächlich ein Colorway, den Yannick und ich und die anderen Somo-Jungs festgelegt haben für die damaligen Somo-Cyrook-Köpfe von Alpaca. Dementsprechend hatten wir unsere Finger im Spiel bei dem Design, welches jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Ich glaube, den gab es damals gar nicht als Cyrook. Den gab es damals nur als Huacaya. Huacaya White Matte gibt es jetzt. Was mir damals immer schon gut gefallen hat, ist das Depot. Das hat immer variiert bei den Chargen. Ich hoffe, dass die Charge diesmal gut ist. Den weißen gibt es jetzt in Matt und Schwarzmatt gibt es. Den gab es so, glaube ich, auch schon mal. Den weißen Matten gab es noch nicht, den gab es nur als Konfetti. Und Cyrook gibt es auch als Konfetti und Black Matt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Huacaya. Den weißen ziehe ich mir. Den weißen nehme ich mir mit. Und bei Wolke 7, habe ich gerade schon einmal gesagt, gibt es Hucke S15. Dementsprechend statt 39,90 € für den Huacaya zahlt ihr 33,90 € mit dem 15% Code Hucke S15. Was wir auch noch shoppen, ist dieser Kopf hier. Auf Empfehlung von Mika. Mika von Pikes, ich weiß nicht, ich glaube im Stream war er noch nicht. Wir haben schon öfter mal mit ihm gezockt on Stream. Auf jeden Fall ein guter Freund, der das empfohlen hat. Diese Köpfe finde ich vom Design echt nicht so schön. Aber der soll von der Performance sehr, sehr gut laufen für ein Mehrloch. Und die Frage ist, welchen Colorway holen wir uns? Weil ich möchte den auf jeden Fall mal probieren. Ich glaube, ich würde mir den Colorway ziehen. Performance-technisch soll der krass sein und ich will den mal testen. Tatsächlich mag ich die Turkish Balls von Moon sehr gerne und ich glaube, dass ich mir noch ein, zwei Colorways holen werde. Meteor sieht sehr schön aus, den packe ich mal rein. Dann zeige ich euch gleich groß. Ich finde auch den Grand Killer eigentlich ganz cool, aber ich mag die Form nicht so gern. Den finde ich auch echt schön. Vor allem der Preis, 14,90 € ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Vor allem müsst ihr dann auch nochmal 15% runterrechnen. Seid ihr auch bei 12 € circa. Ist schon crazy. Also ich habe mir jetzt den Meteor genommen, der sieht fast aus wie der Konfetti. Bei dem Huacaya und dem Black Space nehme ich mir noch. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn die Cosmo Turkish bzw. Killer Bowls nicht da sind, kann ich den als Turkish Variante auch empfehlen. Den habe ich auch echt häufig geraucht. Ich denke, ihr habt es jetzt schon ein paar Mal in meinen Stories auch gesehen. Ich finde die Misha Rebel sehr, sehr cool als Pfeife. Und die gibt es aktuell bei Wolke 7 für 69,90 €. Und mir haben schon echt viele geschrieben, dass sie zugeschlagen haben. Ich habe die Misha aus dem Hause Alpha, by the way. Die wird von Alpha hergestellt. Steht hier, glaube ich, auch drin. Ne, hier nicht. Ich glaube, es steht an der Base hier. Irgendwo steht bei Alpha. Ich habe die hier schon, die schwarze. Das ist, glaube ich, Jet Black. Und für 70 € ist die kleine Pfeife absolut nice. Und ich will die gerne noch in einem ausgefalleneren Colorway haben. Mein Wunsch-Colorway war wahrscheinlich bis gerade noch dieser hier. Aber ich bin noch ein bisschen unsicher. Ich fand die weiße auch cool, die ist leider ausverkauft. Die hätte ich mir gerne gezogen. Aber da ich die schwarze habe, würde ich, glaube ich, nochmal eher in eine Colorway-Richtung gehen, also in eine richtig schöne Farbe. Das finde ich auch cool, aber ich habe die schwarze halt schon. Das war Starlight. Es gibt noch Red, Azur, Grass, Nardo Grey und Miami. Die finde ich schön. Das ist die Extra Virgin. Red. Die ist raus, die will ich glaube ich nicht. Die Azur ist sehr schön. Die Grass ist halt ein bisschen heller, ein bisschen helleres Grün. Und die Nardo Grey finde ich auch schön, aber ich habe die schwarze halt. Ich glaube, dann haben wir unseren Warenkorb. Nimm Army. Ja, ich nehme Army. Also, für 70 € bekommt ihr das Gerät. Und ich zeige euch nochmal den Code. Den habe ich jetzt hier nochmal eingegeben. Ich glaube, man sieht den jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist es Hookcase 15.
Und damit spare ich jetzt hier, seht ihr, 17 Euro circa. Und ich habe mir jetzt die Moon Turkish Bowl rausgesucht im Black Space. Einmal Meteor. Außerdem den Wallravenkopf. Ist ein Meerlochkopf. Stone Edge als Colorway. Und nochmal ein Alpaka Huacaya, der heute bei Wolke 7 reinkam. Ein White Matt gibt es aktuell für 40 Euro. Mit dem Code spart ihr ungefähr 5 Euro, 4 Euro. Auch sehr nice. Running, I'm never gonna let her. Never feed the haters cause they fed up. Where's Da Vinci?